Mein Name ist Armin Hillingshäuser. Ich bin hier im Westerwald in Hilgert geboren und wohne zurzeit in Holzheim. Das ist in der Nähe von Limburg an der hessisch-rheinland-pfälzischen Grenze. Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und arbeite bei einem Umweltunternehmen im Abergen, welches Kläranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen betreut, in der Prozessleittechnik und in der Automatisierungstechnik. Ich kandidiere für den Deutschen Bundestag, da ich in den letzten Jahren, seit ich politisch aktiv bin, festgestellt habe, dass sich die Gremien in den Kommunen doch sehr schwer tun mit den Finanzierungen der Aufgaben, die sie von Bund und Ländern übertragen bekommen. Das zeigt sich zum Beispiel an den Kita-Plätzen, die jetzt eingerichtet werden sollen. Hier wird der Bund nur einen geringen Teil finanzieren. Die restliche Finanzierung wird durch die Kommunen erfolgen müssen, die aber hierfür eben nicht die notwendigen Mittel haben. Dies wird dazu führen, dass sich die Kommunen weiter verschulden und weiter in Richtung rote Zahlen abrutschen werden. Man verlagert hier also Wählergeschenke vom Bund und den Ländern auf die Kommunen ab. Hier gilt es, wesentliche Änderungen durchzuführen und diese dann auch in Gesetze zu wandeln. Es muss weiterhin der Grundsatz herrschen, wer bestellt, bezahlt. Auch wichtig in den verschiedenen Bauprojekten, die Kosten-Nutzen-Verhältnisse im Auge zu behalten. Gerade bei Großprojekten wie Stuttgart 21 oder auch der Berliner Flughafen zeigt sich, dass die Kosten aus dem Ruder laufen und dass der Nutzen meistens nicht mehr gegeben ist. Dies gilt aber auch nicht nur für die Großprojekte, sondern auch für Kleinprojekte wie Straßen und Bundesstraßen- und Landstraßenbau in den regionalen Gebieten. Hier müssen immer die Kosten und die Nutzen im Auge behalten werden. Weitere wichtige Thema in diesem Zusammenhang ist auch die demokratische Mitbestimmung. Es ist nicht einzusehen, warum die Straßenbau- und Straßenplanungsbehörden diese Straßenplanung vollkommen frei von Bürgerbeteiligung durchführen können. Für mich ist es wichtig, ein kleines Stück weg von der parlamentarischen Demokratie in Richtung direkte Demokratie zu kommen. Dies kann man durchführen, wie das auch in den Kommunen schon praktiziert wird, durch Bürgerbeteiligung. Und warum sollte es nicht dem Bürger oder warum sollte der Bürger nicht mitbestimmen, wenn es um den Ausstieg aus der Atompolitik geht oder aus die Abschaffung der Wehrpflicht oder die Rettungsschirmpolitik? Ich denke, dass der Bürger hier mit entsprechenden Informationen versorgt, kompetente Unterstützung für die Politiker geben kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die politische und behördeninterne Transparenz. Wir haben in Deutschland immer noch die Situation, dass es Informationsfreiheitsgesetze gibt, die von der EU angeregt und in Bundes- und Landesgesetze umgesetzt wurden, die Behörden aber diese Informationsfreiheitsgesetze gegenüber dem Bürger nicht durchführen. Hier wird der Bürger im Dunkeln gehalten und der Bürger hat so keine Chance, an den entsprechenden behördeninternen Abläufen teilzuhaben und diese zu überprüfen. In diesem Zusammenhang komme ich dann gleich auch auf die Abgeordneteneinkünfte. Auch hier muss eine Transparenz hergestellt werden, besonders dann, wenn Abgeordneten außer den normalen Einkünften durch ihre Abgeordnetengehälter Vorstands- oder Aufsichtsratsposten bekleiden in Privatunternehmen und dafür Einkünfte erhalten. Hier muss dem Bürger durch transparente Darlegung der Einkünfte mitgeteilt werden, welche Einkünfte es sind, um diese dann mit den politischen Entscheidungen des einzelnen Abgeordneten abgleichen zu können, um zu sehen, ob der Abgeordnete noch auf der Linie läuft, für den ich ihn gewählt habe.